Das Ziel für Liefer ist jetzt nicht eine bestimmte Person oder dass es so ein Nischprodukt ist in Zukunft. Das heißt dann, wir möchten eigentlich unsere Service zu alle Leute bringen. Und als Musik sind wir dann einfach Popmusik. Liefer ist ein Online-Supermarkt. Der erste Online-Supermarkt in der Schweiz ohne Abfall. Also wir liefern Lebensmittelprodukte in Mehrwegbehältern. Und das heißt, wir machen es dann einfach, Lebensmittel einzukaufen ohne Einwegverpackung oder Plastik. Ich bin eigentlich Ingenieur. Ich habe es studiert, Masters als Chemieingenieur gemacht. Deswegen habe ich eigentlich nach der Schweiz gezogen für einen Job bei einer großen Firma. Und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das habe ich dann aufgehört und eigentlich dann am nächsten Tag schon das Idee für Liefer angefangen. Ich möchte dann in der Zeit mehr nachhaltig einkaufen, weniger Plastik und Verpackung produzieren. Und dann habe ich zu einem Unverpacktladen gegangen und für mich war es dann, weißt du, Gläser vorbereiten und waschen und dann auffüllen und dann abwägen und dann viel, viel zahlen und alles zurück zu Hause schleppen. Es war zu viel Aufwand und für mich war es so, ich könnte es jetzt nicht jede Woche machen. Also wir machen das selber, nicht für alles. Wie gesagt, viele Produkte, Milch oder Bio, Hafermilch, unsere Senf und Ketchup würden dann schon vom Produzent verpackt. Also das geht dann zurück zum Produzent. Sie würden es dann selber waschen und wieder benutzen. Aber unsere Hauptprodukte, normalerweise so trockene Lebensmittel, Pasta und Reis und so weiter, wir würden es dann selber waschen und wieder abfüllen und benutzen. Und wir sparen dann ungefähr 60% CO2 gegen eine Einwegverpackung, wenn wir das dann mehrmals benutzen. Ja, das ist auch öfters mal schon ein Problem, weil ich glaube, viele Leute haben dann den Kopf, dass wenn man jetzt online bestellt und zu Hause geliefert ist, ist es dann nicht gut. Und es ist einfach eigentlich das Gegenteil, weil wir brauchen dann kein großes Geschäft. Mit einem offenen Kühlschrank, mit Käse oder Fleisch oder das alles da drin, das benutzt dann sehr, sehr, sehr viel Energie. Und unsere Lieferpartner bringt dann Sachen über Nacht mit dem Zug. Das heißt dann, ungefähr 80% von der Strecke ist schon mit dem Zug unterwegs. Und das ist sehr, sehr effizient, also produziert fast kein CO2. Und dann nur die letzte Strecke dann an der Straße. Wir rechnen, dass eigentlich der Einkauf durch Liefer, inklusive Lieferung, besser fürs Umwelt ist, als zum Migros zu laufen oder als ein Plastikeinkauf. Eigentlich so richtig reinzuspringen und sagen, ja, ich mache das jetzt und ich probiere es und vielleicht funktioniert es nicht. Und das ist auch okay. Und das war am Anfang sehr schwierig. To accept the things you cannot change, to have the courage to change the things that you can and the wisdom to know the difference. Ich finde, viele Leute öfters mal, also sind dann über etwas genervt. Sie verpassen den Zug, weil der Bus war verspätet oder so. Aber man kann nichts dafür machen. Das ist nur so. Und man muss es manchmal nur akzeptieren, weil man jetzt nur den ganzen Tag lang über das dran denkt, dann hat man einen sehr schlechten Tag. Aber wenn man was ändern könnte, dann muss man das machen. Und man muss dann wissen, der Unterschied zwischen den zwei. Und für mich ist es dann sehr wichtig, dass ich dann so pragmatisch so leben kann.